wenn ich jetzt sage, ich möchte mal da hin, also das ist jetzt irgendetwas, was mir gefällt, was ich möchte haben. Jetzt bin ich da. Okay, du verlotte. Welche Schritte sind nicht möglich? Welche Schritte sind nötig? Manchmal setzt man sich vielleicht ein grosses Ziel und denkt, nein, das schaffe ich ja eh nicht. Ja? Wie soll ich zu dem werden, der dort ist? Was man kann machen kann, ist mal reinfühlen, wie würde sich das jetzt anfühlen, wenn ich der wäre, die Person. Beispiel, wenn ich jetzt finanziell ausgesorgt hätte, zum Beispiel, wenn ich voll gesund wäre, wenn ich meinen Traumpartner gefunden hätte oder was auch immer. In dem Moment, wo du ins Gefühl gehst und das wirklich probierst wahrzunehmen, in dem Moment wird in dieser Situation jetzt eine Realität vom Gefühl haben. Und man sagt, was in dir innen entsteht, entsteht nachher aussen. Also zuerst muss es immer in dir innen entstehen. Wenn du immer wieder ab und zu das Gefühl hineingehst und eingehst und denkst, ah, ich habe das ja schon, ich habe es schon, dann tut es sich aussen auch nach dem Richten. Manifestieren. Und das hilft dir definitiv wieder mehr, als wenn du sagst, ah, das Ziel, das erreiche ich nicht, das schaffe ich nicht. Oder wenn dir jemand sagt, du kannst das nicht. Das ist nicht nur gut. Rein und raus. Am besten. Ja, das grosse Ziel. Vielleicht im Kopf haben, vor Augen irgendwie haben und dann die kleinen Schritte machen. Das ist so einfach. Es klingt einfach. Aber wenn du jeden Tag irgendwie findest, okay, was kann ich heute machen, damit ich näher herankomme. Irgendwann hast du den Rucksack und denkst, ah, schau jetzt, wenn du zurückschaust, 5 Jahre vorher, was war das? Ah, dort hast du mal so die Idee gehabt. Vielleicht. Und dann, schau jetzt, was alles passiert ist in dieser Zeit. Aber du musst die Taten machen, du musst es machen. Es darf nicht nur im Kopf sein. Es darf nicht nur eine Idee sein. Du musst es gleich dann nach außen tragen, du musst den Schritt einleiten, umsetzen. Ja.